eigentliches Problem an Digitalisierung in Deutschland und in Europa aus einer wirtschaftlichen Dimension, aber auch aus einer relativ gesellschaftlichen, politischen Dimension. Es gibt zu diesem Vortrag, den ich mal ursprünglich für die Baden-Badener Unternehmergespräche gemacht habe, so eine Denkschrift, die mir eine Einladung beim Bundeswirtschaftsminister eingetragen hat, was ich irgendwie nicht habe kommen sehen. Also es ist tatsächlich so ein bisschen so Reflexion eines Praktikers darauf, was eigentlich falsch ist mit digital bei uns. Das mal so zur Rahmung des Ganzen. Ich gehe da ganz schnell durch, es sind 40 Folien, ich werde nicht so viel davon brauchen. Das ist so ein bisschen das, womit man immer anfängt, wenn man irgendwie die wirtschaftliche Dimension dessen angucken will. Digitalisierung ist unglaublich vieles schneller als der Erfolg von McDonald's. Apple hat für die Billionen iPhones unglaublich kurze Zeit gebraucht. Das heißt, Digitalisierung hat eine Wertschöpfung, die unglaublich dynamisch ist. Das ist das, wie wir es heute immer beschreiben. Erste Frage dazu, und das ist so ein bisschen die Management-Frage, die man stellen kann. Es funktioniert auch andersrum relativ gut. Wie viele von euch hatten 2007 noch ein BlackBerry? Ich nehme an, eher viele. Wenn man sich tatsächlich mal anguckt, was da an Wert verfügbar war, dann reden wir über 41 Milliarden Dollar, die BlackBerry 2007 wert waren. Das ist jetzt nur wirklich Rahmung. Zweite Frage wäre dann, wie viele von euch haben heute ein BlackBerry? Ich würde tippen, dass die Antwort null ist, es sei denn, jemand will sich bekennen und sich melden. Wahrscheinlich nicht. Das Ganze sieht dann in der Marktkapitalisierung genau so aus und vielleicht mal ein bisschen andersrum beschrieben. 5,7 Milliarden sind noch übrig geblieben von dem unglaublichen Wert. Ist doch interessant zu beobachten. Das ist erstmal so ein bisschen so, was macht Digitalisierung eigentlich? Und wenn man das mal gesellschaftlich anguckt oder das, was es mit Menschen und Führung macht, dann ist dieses Zitat immer wieder interessant sich anzugucken. Der Vorstandsvorsitzende von RIM, der Holding über BlackBerry, 2007 zur Einführung des iPhones, davon kann man noch mehr finden. Er glaubt nicht daran, dass Menschen ein iPhone kaufen werden. Unten der Satz ist eigentlich am schönsten. Try typing a web key on a touchscreen on an Apple iPhone, that's a really challenge, you cannot see what you type. Und das war damals sein sicheres Bauchgefühl dafür, dass es nichts wird. Und ich meine es schon ein bisschen parabelmäßiger. Ich glaube, das ist so, beschreibt relativ gut eine gesellschaftliche Situation. Das ist jetzt 2007 in den USA, die wir in Deutschland durchaus auch noch haben, nämlich eine Perspektive darauf, die immer heißt oder relativ oft heißt, das Ganze wird sich eh nicht durchsetzen, wir können so weitermachen wie bisher. Wenn man die deutsche Dimension mal da reinbringen will, ich mache das einfach mal direkt, dann kann man sich Herrn Zetscher angucken. Das ist relativ aktuell, Februar 2015 aus dem Handelsblatt. Er kommentiert, dass Apple Car, Mercedes isn't losing any sleep over the Apple Car. Und dann kann man unten weiterlesen, Apple wird auf gar keinen Fall ein Auto bauen und er hat sowieso keine Angst. Ich hatte diesen Vortrag mal voll mit keine Angst Zitaten. Also es ist wirklich so, wenn man sich mal damit beschäftigt, wie viele Menschen keine Angst hatten vor der Disruption ihrer Industrie und dann ist die Industrie disruptiert worden. Da finden sich Unsummen dieser Zitate, also um es so zuzuspitzen, muss man nicht lange googeln. Dieses ganze Thema, wir schätzen eigentlich falsch ein, wie sich unsere Zukunft entwickeln wird und wie sich unsere Wirtschaft entwickeln wird, ist allenthalben relativ dominant. Da springen wir mal schnell drüber. Und wenn man sich das anguckt, dann ist es ein interessanter Markt, in den natürlich Apple reingehen wird. Das ist mal so ein bisschen so, warum würde Apple eigentlich in den Markt reingehen wollen, nur um das mal so ein bisschen zu geben. Also so, da ist eine ganze Menge Marge zu holen. Für Apple ist ein relativ spannendes Feld. Und wenn man sich heute in eine moderne S-Klasse setzt, ich weiß nicht, wer das kürzlich mal gemacht hat, dann wird einem auch das Problem klar, eine moderne S-Klasse verfügt über ein 16-Zoll LED-Display, dessen User-Interface gelinde gesagt verhext ist. Ich habe gezählt und es ausprobiert. Um die Lüftung in den Fußraum umzulenken, braucht es nicht weniger als 16 Klicks in den Menüs und es gibt keinen kürzeren Weg. Man kann also sagen, je größer die Displays machen, desto augenfälliger wird, dass sie keine Ahnung davon haben, was Konsumenten heute eigentlich erwarten. Und wir bleiben also im Moment bei der Automobilindustrie. Wir machen wirklich viel da, deswegen weiß ich auch, dass ungefähr 40% der Menschen in Panels regelmäßig angeben, dass Connectivity ihres Autos und die Interfaces am Ende die begründende Entscheidung sind, warum sie ein Auto kaufen können. Wenn man ein bisschen für VW gearbeitet hat, weiß man, dass VW davon weggespült werden wird, wenn sich das wirklich realisiert. Mit anderen Worten, und das ist so ein bisschen der Gedanke, der da drin steckt, ich glaube, dass wir unterschätzen, welche gesellschaftliche Dimension der Aufbau digitaler Kompetenz in unserem Land haben wird. Und dass wir wahnsinnig schlecht darin sind, unsere Zukunft zu gestalten. Wir verharren in einer Welt des Maschinenbaus, wo wir lange in einer Welt der Softwareentwicklung sein müssten. Für mich ist Winterkorn da immer so ein bisschen, und ich schimpfe jetzt Kunden, das mache ich auch ganz offen, würde ich auch da machen.
Für mich ist Winterkorn immer so ein bisschen Symbol dessen, was gerade passiert. Jemand, der sich wahnsinnig gut mit Spaltmaßen auskennt und bestimmt auch total gut mit Dieseleinspritzungen, wo es letztlich nicht mehr darum gehen wird, ob Kunden, also daran werden Kunden nicht mehr entscheiden, ob sie ein Auto kaufen. Es gibt immer so eine Parabel, die kriegt man erzählt von Automobilingenieuren. BMW zersägt im Keller die Autos anderer Hersteller. Das machen die, glaube ich, alle. Und wenn man so einen Golf zersägt, dann kriegt man das ingenieurstechnisch perfekte Auto. Da kann man nichts dran verbessern, sagt auch die Konkurrenz. Wenn man das in einem Tesla macht, kurz vielleicht mal so, was so ein Golf verdient für Volkswagen, minus 500 Euro jeder einzelne verkaufte Golf. Wenn man das mit einem Tesla macht, kommt man da eigentlich an ein ziemliches Scheißauto ran. Also aus einer Ingenieursperspektive ist ein Tesla kein besonders gut verarbeitetes Auto. Wertbeitrag jedes einzelnen Teslas irgendwo zwischen 5.000 und 8.000 Euro. Plus, das heißt also, wir sind gerade auf dem Weg, eine Industrie zu unterhalten, die sich A nicht verändert und B nicht mehr auf der Kurve der Wertschöpfung eigentlich ist, auf der heute Wertschöpfung stattfinden wird und sollte. Das ist so ein bisschen der Gedanke. Dabei, und das sieht man dann so ein bisschen, weil Hoffnung soll es auch geben, sind die eigentlich alle schon weiter. Das ist mal das, was Mercedes macht, im Verborgenen fast schon. Nämlich tatsächlich in Mobilität zu investieren, Car2Go, ist eine total tolle Sache und ist wahrscheinlich auch die Zukunft dessen, was wir machen werden. Digitalisierung löst Verteilungsprobleme, das wird mal die Zukunft dieses Unternehmens sein, führt im Unternehmen unter Zetsche eher so ein Schattendasein, aber es gibt noch Hoffnung. Wenn wir dann ein bisschen weitergehen, wir machen mal diese Mathematik noch schnell, dann sehen wir vor allen Dingen im Gesamten das hier, nämlich eine Marktkapitalisierung 2007 der vier großen Player, die da 282 Milliarden Dollar betragen hat. Und wir sehen das hier, nämlich heute, einen Wertzuwachs von 1200 Milliarden Dollar allein bei vier Unternehmen. Etwas, was hier nicht so stattgefunden hat. Und jetzt kann man so ein bisschen in so Management-Diskussionen, auch in politischen Diskussionen, sagen, die Rahmenbedingungen sind so scheiße, das hätten wir alles nie hinkriegen können. Gemein, wir müssen irgendwie über Normierung und Regulierung sicherstellen, dass wir auch die Chance haben. Ich glaube, es ist genau falsch drum gedacht. Ich glaube, dass es tatsächlich, und das ist die Perspektive, die ich darauf habe, dass wir positiv Anreize brauchen, nicht negativ Anreize. Ich glaube, wir werden nicht verändern können, dass sowas passiert. Wir werden nicht, wie von Herrn Oettinger gefordert, die europäische Suchmaschine herbei diktieren können, weil Menschen Google benutzen, weil Google ein tolles Produkt ist. Und ich glaube, dass wir gesellschaftlich gerade dabei sind, den Grip an einen Trend zu verlieren, der uns möglich macht, gute Produkte zu bauen. Wir haben die Fähigkeiten nicht und wir sind gesellschaftlich dazu nicht aufgestellt. Ich gehe mal so ein bisschen durch, dreifach in 7 Jahren. Was man dann sieht, und das ist so eine Analyse, die ist jetzt super wirtschaftlich, aber ist relativ interessant, das ist mal die Anzahl der Firmen aus dem S&P 500, die rausgefallen sind. Also so, die aus dem Index der größten amerikanischen Unternehmen wieder raus sind. Und was man sieht, ist, dass die Anzahl immer größer wird. Das heißt also, um das kurz zusammenzufassen, Innovationsfähigkeit wird immer relevanter für Unternehmen, um tatsächlich länger groß bleiben zu können. Das übrigens lässt sich auch am DAX machen, nicht ganz so deutlich, weil es sind nicht 500 Firmen, bei 30 Firmen ist die Kurve nicht so stabil. Also Innovationsfähigkeit ist letztlich Treiber dafür, langfristig Wert generiert zu haben. Und ich glaube, wir sind nicht gut, genau diese Innovationsfähigkeit gerade in unser Unternehmen zu bringen. Das ist so ein bisschen die Zusammenfassung. Eigentlich sollte man die ganzen vier Großen nicht benutzen, weil, und das ist das klassische Argument, man kann das alles mit Volkswagen gar nicht vergleichen. Die haben ganz andere Konsumenten und einen amerikanischen Binnenmarkt. Und natürlich, wir wissen doch lange, warum die so erfolgreich sind. Ich glaube, nichts davon ist wahr. Ich weiß nicht, wer von Ihnen oder euch beobachtet hat, wer alles schon im Silicon Valley war. Alle ungefähr. Die Springers waren da, Politiker waren da, auch FDP-Politiker. Was man beobachten kann, ist, die lernen alles falsch. Die gucken sich an, wie Facebook und Google funktionieren, gucken aber nicht wirklich Industrien an und wie Kompetenzen eigentlich aufgebaut werden. Ich saß im März in Texas bei der South by Southwest auf einer Konferenz, die im Grunde eine Digitalkonferenz ist, die jetzt immer mehr zur Zukunftskonferenz wird. Und da saßen vorne Eric Schmidt von Google, die amerikanische CTO, Amerika hat einen Chief Technology Officer, und der Chef des ESPM-Instituts und diskutieren darüber, wie die Amerikaner denn Mitglied der D5 werden können. Wer hat das schon mal gehört, D5? D5 sind die fünf Nationen, die sich der digitalen Entwicklung verschrieben haben. Das ist Estland, Südkorea, Israel, UK und noch ein fünftes, was ich vergessen habe.
Die haben, ähnlich wie die G7 jetzt ja nur noch, sich zusammengetan, haben verbindliche Regeln dafür definiert, wie man in diesen digitalen Club aufgenommen wird. Da gehört unter anderem Programmieren, Lernen ab der 6. Klasse dazu. Da ist tatsächlich Befähigung der Gesellschaft. Da geht es um Ausbildungsprogramme, um Programmieren zu lernen für Häftlinge, was ich auch relativ spannend finde, weil wenn die in Haft sitzen, können die auch noch Programmieren lernen. Und die Amerikaner überlegen gerade, wie sie sich dafür qualifizieren können. Also es geht tatsächlich darum, wie kriegt man das Highschool-System so umgebaut, dass Programmieren Lernpflicht wird und ähnliches. Ich habe in keiner einzigen deutschen Diskussion mal mitbekommen, dass wir uns überlegen, wie wir Teil der D5 werden oder dann die wie viel auch immer. Und ich glaube, wir spielen da gerade unsere Zukunft, jetzt nicht darüber nachzudenken, welche Fähigkeiten eigentlich mal dafür ausschlaggebend sind, dass die industrielle Welle, die wir gerade gemacht haben, auch eine digitale Welle wird. Und das ist so ein bisschen unlogisch, weil wir sind ein industrielles Hochlohnland und das ist in sich schon irgendwie komisch. Wir können nur gewinnen und das bewahren, was wir heute haben, indem wir Effizienz steigern. Und ich glaube, dass Digitalisierung der Effizienztreiber für Industrie der Zukunft sein wird und dass wir gerade nicht nur abgehängt werden, sondern schon abgehängt sind. Das ist so ein bisschen das Bild darauf. Ich gehe hier mal so ein bisschen durch, noch um es zu strukturieren. Und die große Frage, die sich dann immer für Vorstände stellt, ist tatsächlich, wir sehen, dass der größte Wirtschaftstreiber aller Zeiten passiert mit Digitalisierung. Ich habe dem schon ein bisschen vorweg gegriffen. Die Frage ist, wie kann man eben nicht von Google lernen oder Facebook lernen? Man muss sogar von denen lernen, weil am Ende wir sonst einfach auf der Strecke bleiben. Ich glaube, wir ziehen die falschen Lehren draus und Oettinger ist für mich immer so ein Beispiel. Google ist nicht verordnet worden. Google hat ein sehr, sehr gutes Produkt gebaut, auf das Leute Lust hatten. Was wir sehen ist, und das, jetzt wird es richtig kritisch, die Billion-Dollar-League der Unternehmen wächst gerade. Uber, 41 Milliarden stimmt gar nicht mehr, die sind jetzt gerade bei 50 bewertet worden. Airbnb hat jetzt gerade für 29 Milliarden eine Bewertung durchgesetzt und so weiter und so fort. Kein einziges dieser Unternehmen mit der Ausnahme von Spotify, so ein bisschen, die so halb schwedisch sind, ist ein europäisches Unternehmen. Keine einzige dieser Ideen hätte nicht auch ein europäisches Unternehmen haben können. Und das muss man sich immer klar machen, wenn wir anfangen zu jammern und drauf zu gucken, wir hatten diese Ideen schlicht und einfach nicht, es ist nicht die Rahmensetzung, sondern wir haben es nicht geschafft, es zu bauen. Und ich glaube, das ist dann immer noch wahr. Diese Unternehmen sind so wenig Internetunternehmen wie Walmart und McDonald's Autobahnunternehmen sind. Also es geht nicht um spezifische Internetfähigkeiten, sondern es geht um eine bestimmte Art von Entrepreneurship, die wir nicht haben, die da umgesetzt wurde und eine bestimmte Art von Konsequenz. Und das ist das, was ich damit rausnehmen würde, nämlich vor 8 Jahren war kein einziges dieser Unternehmen besonders gut positioniert und kein einziges dieser Unternehmen hat Sachen gemacht, die wir nicht auch machen könnten, wenn wir bessere Unternehmer wären. Und das ist so ein bisschen, wenn man in Vorständen sitzt, ist es immer so der Moment, wo die so komisch gucken. Aber das ist tatsächlich die Wahrheit. Also da ist keine Magie passiert, sondern Unternehmertum. Und zwar sehr gutes Unternehmertum mit einem schlauen Verständnis, was wollen Konsumenten eigentlich und wo gehen Trends hin. Und ich glaube, wir sind in Europa oft in der Situation, in Deutschland im Wesentlichen, zu sagen, wir hatten ja gar keine Chance, doch hatten wir, immer. Wir haben sie noch nicht genutzt. Und ich glaube, das ist auf der einen Seite ein wirtschaftliches Handeln, auf der anderen Seite politische Rahmensetzung, die wir hier beobachten. Und ich glaube, es sind zwei Dinge. Auf der einen Seite bolder bets, also das ganze Thema entschlosseneres Handeln, wenn man ein Problem entdeckt, und das ist so in so einem DAX-Vorstand, kann man keine bolder bets machen, das ist tatsächlich das Moderieren des Möglichen, und wo wir das noch erleben, muss ich nicht erwähnen, und auf der anderen Seite bessere produktorientierte Teams, also das Nachdenken darüber, was wollen Menschen eigentlich heute, wie muss Nutzung aussehen. Und ich glaube, wir kommen dahin, dass es tatsächlich nicht mehr um Verwaltung geht, sondern um Execution. Wir werden auch in einer politischen Klasse Menschen erleben, hoffentlich, die tatsächlich verstehen, was sie eigentlich regieren und es in entsprechender Weise umsetzen können. Politische Diskussionen sind heute erschreckend unaufgeklärt. Ich saß mit Konstantin von Notz vor 3 Tagen auf einem Panel. Konstantin von Notz zum Schweigen zu bringen, ist eine Sache von 13 Sekunden, weil er keine Ahnung hat von dem, was er redet. Also es ist tatsächlich erschreckend, jemand, der als die Forefront nicht klatschen. Ich sage es nicht, weil die Grünen sind. Konstantin von Notz ist derjenige, der als so Datenschutz-Gott innerhalb der Grünen gilt und er weiß einfach nichts. Er hat überhaupt kein Verständnis davon, welche real existenten Probleme in so einem Unternehmen da sind und wie wenig das, was er eigentlich politisch fordert, übersetzbar ist, zum Beispiel zu E.ON. Und wie sehr das, was er fordert,
Unternehmen im deutschen, deutsche Unternehmen im internationalen Wettbewerb lähmt. Weil was wir erleben ist tatsächlich, und bei Volkswagen ist es ziemlich spezifisch, Volkswagen erbt die Komplexität des deutschen Datenschutzrechts weltweit. Und wenn man in Mexiko plötzlich gegen Hyundai steht und bestimmte Dinge nicht machen darf, die in Mexiko absolut üblich sind, weil deutsches Datenschutzrecht es vorgibt, ist es halt eine scheiß Situation. Was Unternehmen machen, wir begleiten die auch dabei, ist tatsächlich für Dinge, die hier nicht akzeptiert werden, ins Ausland zu gehen. Ich habe für Volkswagen noch nie aktiv in Deutschland gearbeitet, sondern ausschließlich in Mexiko, Indien, Russland und der Türkei, weil die Rahmenbedingungen für digitale Experimente signifikant besser sind als hier. Das ist ein riesiges Problem für internationalen Wettbewerb. Das ist so ein bisschen die Frage, die ich dann immer Managern stelle. Wann war das letzte Mal, dass Sie auf Ihre eigene Website geguckt haben? Wann haben Sie das letzte Mal versucht, Ihre eigene App zu benutzen? Ist dann oft auch frappierend, was da kommt. Und ich glaube, dass, und das ist jetzt sehr wirtschaftlich gedacht, dass sich die Rolle von Management ändert. Wie gesagt, wirklich wirtschaftlich gedacht. Das ist so ein bisschen das hier, nämlich wir haben eine Transformation von Organisationsentwicklung. Wir kommen aus einer sehr ownership-getriebenen Management-Perspektive zu so Command-and-Control-Organisationen, die tatsächlich über Hierarchisierung arbeiten und gehen immer mehr dahin zu sagen, wir haben informationsbasierte Unternehmen. Was interessanterweise passiert ist, dass dadurch, dass informationsbasierte Unternehmen sich entwickeln, zwei Dinge wichtiger werden, nämlich einmal die Spitze, also wirklich Exekution des Ganzen, entschlossenes Entscheiden, auf der anderen Seite die tief operative Ebene, die Dinge vorantreibt. Was immer problematischer wird, ist Mittelmanagement. Kann man übrigens eins zu eins auf Politik auch übersetzen, finde ich. Also mehr Verantwortlichkeit unten und ein größeres Verständnis oben an der Spitze. Und das überspringe ich mal kurz. Und das ist so ein bisschen, und das ist kein wirtschaftliches Statement, sondern erstmal ein grundsätzliches. It's generally unwise to have a strong opinion about a fundamentally new experience that you haven't actually experienced. Und das ist das, was ich in politischen Diskussionen gerade erlebe. Und Konstantin von Notz war für mich das absolute Musterbeispiel von jemandem, der über etwas urteilte, was er nicht, noch nie erlebt hat, weil er noch nie in der Wirtschaft gearbeitet hat und nicht versteht, was es eigentlich bedeutet, was er fordert. Und wenn man dann auf so einer Wirtschaftsdiskussion mal sitzt und ich irgendwie als jemand, der nicht im politischen Diskurs geschult ist, es schaffe, dass er einfach nichts mehr sagt, dann ist da irgendwas falsch. Und ich glaube, das ist immer das, wie ich drüber nachdenke, ist so ein bisschen so, wenn eins von den Piraten geblieben ist und wenn sie in einem Punkt recht hatten, dann war es der Satz von Laien regiert. Ich glaube, das stimmt. Ich glaube tatsächlich, dass wir in einer Situation sind, in der wir von der politischen Klasse regiert werden, die unsere Zukunft nicht bewerten kann und die keine Ahnung davon hat, wie Weichen gestellt werden müssen, um diese Zukunft in irgendeiner Weise herbeizuführen oder zu begünstigen. Und das finde ich ziemlich erschreckend. Und jetzt wird es wieder sehr wirtschaftlich. Es gibt keinen Vortrag mehr ohne Elon Musk. Ich will nur deutlich machen, Elon Musk ist Vorstandsvorsitzender. Es gibt von dem, wenn man ihn mal googelt, ungefähr 20.000 Fotos in der Fabrik, wie er rumrennt und Sachen macht und tatsächlich mitarbeitet. Gibt es von so vielen deutschen CEOs nicht. Wirtschaftlich heißt es das, nämlich das Mittelmanagement wird immer unwichtiger. Der CEO sollte alle Teile seines Produktes kennen. Und tatsächlich den Change aus der ersten, aus der First-Person-Perspektive verstehen. Das gilt für Politiker auch. Und ich glaube, das ist in einem Kokon, in dem sich viele von denen bewegen, überhaupt nicht möglich. Wenn wir uns angucken, was gerade mit Paracom passiert ist, dann ist die First-Person-Perspektive ja sogar so, dass man es einfach irgendwie duldsam hinnimmt. Also ich hatte irgendwie mit einem MdB ein Frühstückessen in dieser Zeit, wo Paracom so hochkam, der die ganze Zeit irgendwie seinen Bundestagsmail-Account checkte. Ich fand es irgendwie komisch. Ich hätte keine Mails mehr über diesen Account versucht zu bekommen, eines offenbar gehackten Netzwerks. Insofern erlebt man da tatsächlich Nutzer, aber niemanden, von dem ich irgendwie einen Rat annehmen würde und von dem ich sagen würde, der wird eine richtige Entscheidung treffen zum Thema Vorratsdatenspeicherung. Und das ist schon ganz schön erschreckend, wenn wir über so ein Zukunftsthema sprechen, dass niemand das sauber bewerten kann. Und das ist das, worauf sich kulminiert. Germany's future as an industrial nation is at stake. Die Effizienzzugewinne, die unsere Überbezahlung im internationalen Vergleich rechtfertigen, wird es nur noch im Digitalen geben. Wenn wir keine digitalen Fähigkeiten aufbauen, werden wir verlieren. Wir werden nicht gegen die USA verlieren. Gegen die haben wir nämlich schon verloren. Wir werden zusätzlich auch digital noch gegen China verlieren, weil wenn man sich anguckt, was im Digitalen gerade in China passiert, dann hat Europa Glück, wenn wir Nummer 3 hinter den USA und China werden, nicht Nummer 2 hinter den USA. Ich glaube, das ist was
total untergeht gerade und wo wir wirklich, wo wir tatsächlich das Fundament unserer Gesellschaft riskieren, wenn wir nicht relativ schnell agieren und sagen, Digitalisierung ist die Chance, wie wir uns gesellschaftlich weiterentwickeln. Ich zeige mal noch so ein paar Folien, ich habe noch ein paar. Und das ist das nochmal zusammengefasst, wir werden die Dritten hinter China. Die Frage ist, was können wir eigentlich machen, dass wir, um besser zu werden, und jetzt kommt so die hoffnungsvolle Botschaft, damit wir alle nicht so frustriert sind. Erstens Akzeptanz, das ist immer irgendwie das Erste. Digitalisierung ist der Nummer 1 Beeinflussungsfaktor, den wir in Zukunft erleben werden. Das ist einfach so, das wird tatsächlich unsere gesellschaftlichen Festen erschüttern. Also, und das ist der wirtschaftliche Rat, den größten Teil der Aufmerksamkeit diesem Topic widmen. Nummer 2. Digitale Erfahrung ist der größte Differenzierungsfaktor. Lernen, wie es die anderen machen. Was man nicht machen sollte, und das können wir gerade schön in Frankreich erleben, ist die anderen anzünden, weil das wird nicht helfen. Also tatsächlich ist Uber nicht durch Ubers anzünden mehr wegzukriegen, sondern der Punkt ist, die französische Taxiindustrie ist an einem Punkt angekommen, wo sie einfach keine gute Erfahrung bieten, also sind sie zu Recht in die Fänge von Uber geraten, gilt übrigens auch für die London-Taxis. Wir werden sehen, dass Geschäftsmodelle im konstanten Flux sind. Wir brauchen also eine größere Experimentierfreude, mehr Scheitern und am Ende auch mehr Selbstkannibalisierung. Also wir müssen tatsächlich auch mal heilige Kühe schlachten, weil sonst jemand anders die schlachtet. Im Zweifel heißt das eben tatsächlich für das Land Niedersachsen, dass die bei Volkswagen auch mal progressiv eingreifen müssen und nicht nur Status warnt, weil am Ende sind auch die eher auf der Bewahrerseite dessen, was da gerade passiert, als auf der progressiven Seite. Und viertens, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, Leadership ist wichtiger geworden als Management. Verwalten ist nicht mehr besonders wichtig, Entscheiden ist besonders wichtig. Und ich würde gerne, dass Leute entscheiden, die sich damit auskennen. Und ich glaube, es geht am Ende darum, tatsächlich Komplexität zu reduzieren und durchregieren zu können in bestimmten Themen, weil, und das gilt wirtschaftlich und gesellschaftlich, wir verlieren sonst an Wohlstand. Und lasst uns diskutieren.